Finde ich ganz gut. Einen wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Und willkommen zurück wieder einmal beim Bau der Highschool. Ich habe es zwar schon erwartet, aber es wird wohl doch mehr als nur 3 Folgen geben. Es dauert doch länger, als ich dachte. Genau, aber es soll ja dann auch vernünftig sein. Und von daher nehmen wir uns lieber ein bisschen mehr Zeit, würde ich sagen. So, wir gucken jetzt mal, was ich gerne noch haben würde, sind Mülleimer. Jetzt hier so. Was passt denn gut in so Klassenräume? So Tonnen, ne? Wie das passt. Ah, und was wir noch hatten, waren Waschbecken. Gucken wir mal, da bräuchte es welche. Entweder eins zum Aufhängen oder sowas. Ach, ist sogar von der Schule. Sowas wird doch passen. Und ein Spiegel, also bei uns gab es das noch damals. Sieht doch ganz gut aus. So, dann noch ein bisschen Deko auf dem Lehrertisch. Auch das wieder auf allen, nur ein bisschen anders. Wo sind denn jetzt die Stifte hin? Ach Leute. Finde ich fast ein bisschen besser, weil es nicht ganz so kindermäßig aussieht.
vielleicht eine Uhr? Ich vergesse sowas immer gerne, aber... Elektronik. Toasteruhr. Ich würde halt also entweder so eine oder so eine ganz normale dann nehmen. Schullautsprecher. Die müssen ja überall hin. Oben noch überall. In jedem Zimmer mal. Mal gucken, was da noch hinkommt. So, was haben wir denn hier noch so? Ein Rauchmelder. Ich weiß nicht, ob wir den benötigen. Ansonsten, PCs kommen noch. Für Highschool bestimmte. Karrieretaktisch. Cool, Lernstapel. Würde hier auch gut passen noch. In unterschiedliche Farben ausnahmsweise. Abschlussball andenken. Oh, ein Verkaufsautomat. Das ist auch cool. Der kommt dahin. Da. Was ist das? Eventlautsprecher. Und dann ein Podium, wenn wir gerade hier sind. So, welche Farben wollen wir? Oh, das sieht ein bisschen aus wie Hogwarts. Ich finde das toll. Und zwar hier, ich stelle jetzt nochmal hier hin. Der runde Tisch. Okay.
Oh Gott, ja. Aha. Ja. Dieser Karrieretagtisch. Eventuell noch eine andere Farbe. Das ist noch nicht so 100%. Dann machen wir einfach 2. Ja. Ich bin einfach für klassisches Design. Dann gibt es doch Achso, das sind alles für öffentliche. Okay. Aber dann gibt es doch die Bank hier noch. Finde ich ganz gut so. Ah, hier ist noch so ein großer. Oder vielleicht doch in Weiß. Ja. Fällt nicht ganz auf. Oh, mir gefällt's. Mir gefällt's jetzt schon. Da wäre sowas Großes eigentlich ganz schön. Oh, das nicht. Gibt es bestimmt noch irgendeine Statue, die passt. Ja, irgendwas Schönes. Gibt es ja echt gar nichts? Gar nichts von Highschool? Ist ja doof. Ach doch, hier. Ein Pokal, der ist aber zu klein. Ja, ich könnte es ja auch einfach größer machen, ne? Ich muss kurz überlegen, sowas. So, und dann hier noch so eine gemütliche Ecke. Was sind denn Sofas? Ja, das hier.
Aber das passt jetzt nicht wirklich. Das ist ein bisschen zu gemütlich für die Schule. So, was dann? Oh. Katzenalarm, entschuldigt. Sowas würde ich gut finden. Denke ich. Das ist am wenigsten. Oder sowas. Die ist auch gut. Oder einfach ganz normale Bänke. Hier. Sowas einfach. Einfach eine ruhige Ecke, da wo man lesen kann. Und ein bisschen entspannen kann. Ja, meine Katze möchte euch Hallo sagen. Entschuldigt. Ja, nee. Ich würde schon gern, ich hätte schon gern. Was. Eventuell so eine Wandlampe. Katze! Oh. Unmöglich. Ich weiß nicht. Kann mich damit nicht so richtig anfreunden, irgendwie. Eher sowas dann. Highschool erforderlich. Ja, ein bisschen Deko vielleicht noch. Mehr würde ich da gar nicht machen. Oh, das ist auch cool. Der passt ja auch sehr gut. Nee, ich finde den schon gut. Oder so. Oh, der ist auch cool. Ein Schulschild. Hm.
Okay. Es gibt hier, glaube ich, hier noch. War das nicht hier? Ich habe mich getäuscht. Ach, das ist so ein Fotostand. Habe ich jetzt nicht. Ich hoffe, das braucht man nicht zwingend. Das hier wird nur so eine Rumpelkammer. Da gibt es normalerweise bei Lagerung. Stimmt, ja. Oder Oberflächen. So was habe ich gesucht. Okay, das würde aber auch gut passen. Mal gucken. Vielleicht. So eine Rumpelkammer. Und hier entlang machen wir jetzt auf jeden Fall mal die Spinte. So spinnt. Ja. Ich finde die Farbe ja mega cool. Und dann die Bänke hier eventuell dazwischen.
Jeder. Das hätte ich gesagt. Ach so, ja, das ist das falsche Pack, leider. Sonst wäre das gut gewesen. Aber ich hätte ja hier gern echt noch so eine Statue oder so. Gründerstatue. Gründer von? Ah, Gründer von Coppertail. Sowas ist doch eine Idee. Oder einmal links und einmal rechts oder so von ihm. So, und dann gibt es doch noch irgendwo. Dann gucke ich mal beim Zaun, ob das hier war. Vielleicht wäre auch ein Tisch mit Blumen irgendwie schöner. Und da passt doch jetzt irgendein schöner großer Blumenstrauß drauf. Die Farbe passt nicht. Und die. Weiß er nicht. Ja, die ist nicht ganz passend, aber so soll's aussehen quasi. Ich bin mir da ja nicht so sicher, ob ich das gut finde. Ich weiß es nicht. Sowas, aber das ist halt im Gebäude irgendwie auch doof, oder? Ich weiß nicht.
Oder doch den Gründer von Copperdale. Ja, komm, den lassen wir jetzt mal hier. Spinde sollten jetzt eigentlich auch reichen. Dann machen wir die. Ja, sieht irgendwie noch nichts aus, ne? Ich habe gerade gesehen, ich brauche hier noch andere Spinde. Ich habe hier die falschen. Hätte man ja auch vorher einfach mal sagen können. So, dann jetzt die hier. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall genug. Jetzt habe ich alles für die Highschool. Okay. So, ich hätte halt hier gerne einen Hintergrund gehabt. Es gibt theoretisch noch... diese Fotowände, aber die finde ich halt nicht so geil. Sowas halt, aber das wäre cool. Oder sowas?
In einem anderen Stil wäre es noch cooler, aber das ist zumindest. Also ich. Keine Ahnung, ich habe jetzt nichts. Oder was auch gehen würde, einfach eine andere Wand. Oder? Und wir haben doch, aber die gibt es wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Hier? Nee, das dachte ich fast. Ich wollte eigentlich, also es gibt, ich weiß jetzt nicht mehr in welchem Pack das ist, aber diese Lichter, die. Ob ich euch die zeigen kann, die hier. Die wäre natürlich da top gewesen. Ich könnte die aber ja jetzt trotzdem nehmen. Was ist denn das für ein Pack? Ich nehme die jetzt. Die fehlen halt dann bei, wenn die, das jemand runterlädt und nicht hat. Oder? Nee, komm, wir lassen sie weg. Es geht so auch. Und dann halt hier alles noch mal ein Stück drüber. Ja, machen wir gleich noch alles so, dass es passt. Einfach die ganze Wand so. Und da bin ich halt echt am überlegen, ob wir das einfach. Ja. Besser. Und dann wäre aber eine tolle Beleuchtung trotzdem noch. Gut. Das nervt ja schon. Ein bisschen.
Ja. Okay, nee, lassen wir gut sein, so passt's. Und dann kommen hier noch die Tische und so für die Cafeteria. So, das war halt meine Idee, aber das ist auch viel zu klein. Sind dann hier auch raus. Aber so sieht es doch jetzt schon gut aus, oder? Jetzt gucken wir mal, ob wir hier vielleicht noch dazwischen passen die eigentlich auch immer ganz gut. Dann weiß. Ja, ich denke, so kann man das lassen.
da wäre so ein großes Plakat, das wäre auch cool. Das ist halt echt schade, da würden echt noch so ein paar Sachen hätten da gepasst. So einfach, ja, ein paar Plakate, ein paar Sachen, die man da einfach hinkleben kann. Ich finde es halt schwierig. Das ist halt nur so halb irgendwie was, ne? Also jetzt machen wir halt das hier vielleicht. Finde ich ganz gut. Ja, nee, so würde ich es lassen tatsächlich. Ich finde das ganz gut so. Dann machen wir jetzt hier mal die Toiletten. So. Da gibt es jetzt keine dazu. Warum? Muss ich hier weisen? Ach so, die. Klar. Ich würde tatsächlich, glaube ich, so ein besser finden. Ein groß wäre gut. Ja, okay. Das ist irgendwie. Ja, gefällt mir so auf jeden Fall besser als. Nehmen wir das mal so. Sehr schade, dass es so ein Querstehen nicht gibt. Aber gut.
zu allen quasi. Ich glaube, genau, den hier. Also, ja, okay. Egal. Ist ja vollkommen egal. Jetzt noch. Ah, Handtücher ist da eigentlich nicht so cool, oder? Papiertuchspender. Das ist du. Da gibt es leider keinen Papiertuchspender, den gibt es nur in einem Pack. Das ist hier aber nicht dabei. Egal, dann hängen wir hier jetzt trotzdem Handtücher. Ich würde das zwar wahrscheinlich eher nicht benutzen wollen, aber... So, dann haben wir hier noch... Hier fehlt uns eine Tür. Das ist noch das Büro der Rektorin. Komm vor. Und dann Elektronik. Und auf der anderen Seite müssen wir noch ein bisschen schicker machen und da macht sich ein Bücherregal auf jeden Fall gut. Oder so ein Sideboard, das würde gut passen. Das finde ich gut. Und hier ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es sah tatsächlich genauso aus. Mal gucken, hier gibt es auch bestimmt noch einen schönen Sessel dazu.
Ja, aber da passt halt die Decke drüber gar nicht. Oder lieber was? Ui. Ja, so würde ich es jetzt erstmal lassen, dann mache ich natürlich noch weiter. Und wünsche euch bis zum nächsten Mal eine gute Zeit. Bis dann.